Ihm bleibt er sehr gut ruhig im Shield. Ich habe das ihn jetzt backern. Und das hat Turnip Fallen. Oh, was für ein Kickstart. Am 25. Mai fand in der Stadtbücherei zum ersten Mal das Offline-Turnier zu Super Smash Bros. Ultimate statt. 20 Jugendliche haben sich zusammengefunden, um gegeneinander zu zocken. Für mich ist das alles hier komplett neu. Ich habe noch nie an einem Turnier teilgenommen und deswegen war ich sehr nervös und kann das jetzt noch gar nicht so richtig reflektieren, weil ich bin noch gerade mittendrin. Macht mega Laune, also jeder ist top motiviert und man merkt einfach diesen Spirit, dass jeder wirklich dabei sein will und einfach smashen will und das ist einfach großartig, also es macht schon Spaß. Ist gemütlich, hat schon sehr Wohnzimmeratmosphäre. Ja. Leute sind nett, die Profis geben immer Tipps. Organisiert wurde das Event von der Stadtbücherei Münster, dem Bürgerhaus Bennohaus und dem E-Sport-Team My Revenge. Ich bin sehr positiv überrascht, wie die Veranstaltung bisher verlief, auch von der Teilnehmerschaft, dass sich so viele Leute dafür interessiert haben, dass sie hierher gekommen sind und die Atmosphäre ist auch einfach toll. Viele von denen haben sich ja vorher noch nie getroffen, aber sie reden miteinander, haben Spaß miteinander, schließen neue Freundschaften und das ist auch wirklich genau das, was ich mir immer auch von solchen Veranstaltungen und von so Communities auch wünsche und Liebe auch zu beobachten, dass halt wildfremde Leute dann einfach mit derselben Interesse und Liebe zum Spiel dann eine Beziehung miteinander aufbauen können und neue Freundschaften dadurch entstehen. Ja, Gaming bietet unheimlich viel Lernfelder. Soziales Miteinander ist ja immer irgendwie eingefordert, wenn man zusammen an einem Ort spielt. Man muss Rücksicht nehmen auf Spielkameraden, man muss kooperativ mit seinen Mitmenschen umgehen. Wir achten natürlich auch auf Sprache, dass nicht irgendwelche Beleidigungen durch die Gegend fliegen. Fair Play und respektvolles Verhalten sind eigentlich die Basis des sozialen Vertragens hier bei uns und allein das schon sorgt dafür, dass das Gaming als Instrument in einem medienpädagogischen Setting wunderbar einsetzbar ist. Zusammen mit den Profis von My Revenge wurde die Grundlage für eine Atmosphäre geschaffen, in der gut und respektvoll gegeneinander gezockt werden kann.